Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, heute machen wir mal nichts Produktives. Auch nichts Kontraproduktives. Ich bin heute mal hier, um mit euch zu reden. Also, die aktiven Zuschauer werden es schon mitbekommen haben, dass wir hier bei einigen Mods auf Bugs getreten sind. Und ich habe mich jetzt mal informiert. Ich bin in mehreren Foren gewesen und habe mal einen Plan aufgestellt. Ich bin mal generell die Mods durchgegangen, auf die wir sie ja abgesehen hatten. Botania. Der Mod hatte keine Probleme. Da ist es wirklich buggy, außerhalb dieser Wonderfall ist, aber wenn man sich einen neuen craftet, ist das alles kein Problem. Den alten muss man halt mal wegwerfen und passt. So. Witchery ist ein gigantischer Backhaufen momentan. Das kann man sowas von vergessen. Also da irgendwas Produktives hinzubekommen ist quasi, wie soll ich es freundlich ausdrücken? Versuch mal einen Hund zu überreden, ein Heilmittel für AIDS zu herstellen. Ich glaube, das sollte einfacher sein. So, also Witchery ist abgehakt. So, erst einmal die Modfeld fertig. Farmcraft. Nun ja, ich erinnere nur an das Problem mit damals im RET. Also das RET, wo Trivolo das erstmal dabei war. Also, ich meine auch hier ist das RET vor meiner Zeit. Das ist ja irgendwie so komisch in einem Land vor unserer Zeit. Nee, auf jeden Fall das zweite. Ich glaube, war das zweite? Ich sage einfach mal, dass es das zweite war, bin mir gerade nicht so sicher. Aber hier Konstellation Bakerman, Butze, Trivolo, Amiga Link, an der dann vielleicht später ausgestiegen ist. Auf jeden Fall. Da gab es ja schon das Problem mit dem Farmcraft, mit diesem Taint, dass sich das zu krass ausgeweitet hat. Dieser Bug ist momentan wieder da. Und ihr habt ja auch schon in den Welten gesehen, in dieser einen Welt, die ich mit Mythcraft gemacht hatte, dass das Taint da ziemlich gut vertreten ist. Ja. Diese Ausweitung von diesem Taint da war schon zu krass. Und das hat nichts mit Mythcraft zu tun, darüber habe ich mich informiert. Dafür war die Welt einfach noch nicht lang genug da. Gut. Also Farmcraft ist mir zu gefährlich. Ich habe keinen Bock, dass wir hier die Gegend verseuchen. Ich glaube, ihr habt da auch wenig Bock drauf. So. Was haben wir denn noch? Factorization. Stehen wir vor folgendem Problem? Die einzige Energieversorgung, die es über Factorization gibt, ist halt diese Solarenergie. Und naja, wir haben da hier so ein klitzekleines Problemchen mit dem Baum. So, Licht haben wir nicht. So weit weg machen wollen wir auch nicht. Wir wollen alles wirklich in diesem Baum haben. Ist nicht möglich. Haken, also haben wir schon abgehakt. Also Mull und ich. Blattmesche hätten wir. Wäre uns persönlich jetzt noch zu viel Aufwand, noch alles jetzt von vorne anzufangen. Besonders wenn man bedenkt, wir haben jetzt heute den 5.5. In 3 Wochen fahren ist schon der Termin, wo wir nach Teneriffa fliegen. Und da jetzt noch mit einem neuen Mod anfangen, wollen wir nicht. Also, folgender Stand. Mulle und ich haben uns kurz geschlossen. Wir haben momentan wirklich, ja, wenig Schluss kann man nicht sagen. Ich drück's so aus. Diese ganzen Bugs, die entstanden sind oder die aufgetreten sind, haben dann die Laune doch schon drastisch gesenkt. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und wir werden es deshalb so machen. Wir werden jetzt den Hauptfokus nochmal auf Botania setzen, dass wir da was weiterkommen. Wir wollen dann noch schauen, dass wir da die letzten Sachen, die es noch gibt, machen werden. Und dann werden wir das Projekt Direwolf 20 abschließen. Innerhalb diesen 3 Wochen. Das heißt, ihr werdet jetzt in den nächsten 3 Wochen, werdet ihr die letzten Folgen von diesem Projekt sehen. Aufgrund Bugs, aufgrund was weiß ich allem, Problemen, Laune.
Und deswegen wird es auch, während ich auf Teneriffa bin, erstmal wahrscheinlich kein Minecraft-Projekt geben. Wenn, dann müsste ich allerhöchstens mal schauen, dass ich irgendwie was da hochgeladen kriege. Und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt Internet haben werde. Und ja, es werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen sowas kommen. Ich werde mal schauen, dass ich jetzt am Wochenende ein neues Projekt hochlade, weil zum Thema Deponia gibt es jetzt auch noch ein kleines Problem, das ich aber schon erklärt habe. Und ich glaube, das sollte dann jetzt erstmal reichen. Das wird dann jetzt heute einfach mal für diese Folge kommen. Tut mir leid, dass wir nichts so Wirkliches gemacht haben, aber das war mir wichtig, dass ich das mal sage. Weil ich habe jetzt keinen Bock, dass ich jetzt euch hier diese Versprechung gegeben habe, ja, wir werden schauen, dass wir den und den noch machen werden, den und den. Und dann heißt es auf einmal in den 3 Wochen, ja, ciao, wir haben keinen Bock mehr. Wollte ich nicht. Ihr wisst, dass ich schon einige Probleme mit ein paar Modpacks hatte, sag ich's mal. Und deswegen würde ich jetzt wenigstens einen Mod nochmal zu Ende führen und auch euch ein bisschen was zeigen. Und ich drücke es mal so aus. Ich persönlich sehe es momentan hier. Ihr wisst ja, dass ich ziemlich viel Kontakt zu StreetDigger und Trivolo habe. Und sehe mich auch mittlerweile mit denen als ziemlich gut befreundet an. Sollte das jetzt nicht so sein, Trivolo oder Street, sagt, schreibt das ruhig in die Kommentare, dann können wir mal drüber reden. Ob das hier das eher als, ich sag mal, ein Kollegium ansieht oder so. Auf jeden Fall. Ich sehe die beiden wirklich als gute Freunde an und finde es toll, dass die beiden eine so bekannte Projektreihe mittlerweile haben, diese Modpacks, diese Hardcore Questing Mode Modpacks. Finde ich richtig geil von denen. Hätte ich auch persönlich echt mal Bock, da mitzumachen. Aber muss man halt sagen, geht von denen aus. Kann man nichts machen. Wenn die sagen, nee, wollen wir nicht, dann ist auch nichts. Ganz einfach. Auf jeden Fall. Ich habe ja bei denen schon mitbekommen beim letzten Modpack, das war ja das Bakerman Pack und das jetzige, das Regrowth, dass sie da so ein paar, ich nenne es mal, Einstiegsschwierigkeiten oder generell Probleme mit Botania haben im Sinne von, ich will es nicht Unwissenheit sagen, ich nenne es mal, ah, wie drücke ich das jetzt echt freundlich aus? Ich bin echt gerade am Schauen, dass ich das freundlich ausdrücke. Ich drücke es so aus. Trivolo hat mittlerweile schon ziemlich viele Modpacks gezockt. Er hat ziemlich viel mit Mods auseinandergesetzt. Der hat richtig viele Mods kennengelernt. Ich glaube, der hat bald keinen Bock mehr und würde sogar schon fast gehen. Er kann bald keine Mods mehr lernen. So. Street? Super Kerl. Also Trivo natürlich auch, aber Street finde ich sogar persönlich. Er ist ein verdammt guter Kumpel geworden, kann man nicht anders sagen. Als er auch bei mir war, hat er, also generell hier in diesem Projekt, hat er auch wirklich versucht, noch was zu lernen. Das habe ich auch gesehen, er hat das auch versucht, bei Regrowth umzusetzen. Ist ganz gut geworden. So. Aber, jetzt weiß ich nicht, dieser Content, den die jetzt haben. Da taucht noch so ein, zwei Problemchen bei denen ab und zu mal auf. Halt im Regrowth. Was ist jetzt, wenn das, was ich noch nicht gelernt habe, an dem ich selbst noch nicht kenne, und die es dann auf einmal haben, und dann überhaupt nicht klarkommen? Werden sie ja wohl irgendwie verlegen müssen, oder googeln und so weiter. Keine Ahnung. Daher möchte ich das gleich verbinden und dann schauen, dass ich Street und Trivolo die Möglichkeit gebe, bei den Sachen, die sie noch nicht verstehen, dass sie dann hier reinschauen können. Also quasi, wenn ich es einmal für euch zeige, dass ihr es einmal, ja, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen abwertend, finde ich, aber ich drücke es jetzt wirklich mal arschkalt so aus. Ich möchte es euch einmal richtig zeigen, dass ihr es dann auch nochmal generell einmal gesehen habt und dass es eine Vorlage gibt, falls es Probleme bei den beiden gibt. So. Und ich glaube, ich habe jetzt wirklich schon genug geplaudert für heute. Tut mir auf jeden Fall wirklich leid, dass hier heute nichts Produktives oder so kam, aber wie gesagt, es lag mir einfach am Herzen, dass das kommt.
Also, wie gesagt, Mulle und ich haben langsam beide keinen Bock mehr auf diese ganze Buggy-Kacke, sag ich's mal. Es tut mir auf jeden Fall leid und ich würde sagen, ich beende dann jetzt schon mal hier die Folge und würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, ob alles okay war oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.